Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und es gibt eine Sache an Counter-Strike Global Offensive, die sich, und ich rede jetzt überhaupt gar nicht vom Gameplay, die sie sich echt für Advanced Warfare mal abgucken könnten bei Activision, nämlich den Kinomodus. Das ist das Beste, was ich in langer Zeit gesehen habe. Das funktioniert einfach. Das tut einfach, das hat alles drin, was man sich so wünscht. Zumindest ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen, was ich gerne hätte. Und ich will euch das einfach nur mal ganz kurz zeigen, dass ihr das mal gesehen habt. Das ist im Endeffekt der Kinomodus, den sie immer versprochen haben, den sie immer bauen wollten. Und okay, in Ghost ist gar keiner drinne. Und auch der Caster-Modus in Ghost ist im Vergleich zu dem, was die hier drin haben, total vermurkst. Und wir gucken uns jetzt einfach mal hier irgendein Game an. Nehmen wir das hier, sagen wir Demo, anschauen. Ich habe auch noch nicht alle Finessen von diesem Kinomodus raus, aber die grundlegenden Sachen sind relativ einfach. Gut, jetzt muss ich erst mal warten, bis die Runde startet. Man kann hier mit Shift F2, kann man sich ein Overlay einblenden lassen. Wo kann man Pause machen, kann man hier Runden vorspringen, Runden zurück, wenn der Player stirbt und sowas in der Richtung. Man kann das Ganze Slow Motion machen. Ohne dass es ruckelt, wohlgemerkt, ja. Also das ist immer noch flüssig, es ist halt einfach langsamer. Und, so. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu. Machen wir hier mal zu, gehe ich mal hier in meine Sicht rein. Dann kann man sich das Ganze von außen angucken. Dann kann man hier natürlich rumfliegen und schauen, was Sache ist. Also wirklich genau das, was man braucht. Man kann sich hier angucken, man kann sich hier anzeigen lassen, entweder so wie es in-game aussieht, jetzt habe ich den Typ hier gerade erschossen, wie es in-game aussieht, oder noch mehr Informationen zu den Spielern, nämlich Blickrichtung, wo sie hingucken. Das ist vor allem für Leute, die das Ganze, jetzt hat er mich hier gebasht, vor allem übrigens, das ist hier noch Pre-Match, also noch Aufwärmrunde, es geht noch gar nicht richtig los. Für alle, die wirklich damit auch mal was casten wollen oder so, ist es bestimmt eine super Erleichterung, dass man sieht, hier unten an dem Roten beispielsweise, wie viel Leben die Gegner noch haben, wo die Leute hingucken und sowas. Ich denke, das macht's richtig gut. So, jetzt versuchen wir mal zu Beginn von der ersten Runde zu springen. Müsste das hier sein. Aber wie einfach das Ganze funktioniert. Das geht einfach, ja. Da haben wir das Overlay am Start, wo man sieht, wie viele Leute noch leben, wie viel Geld die haben, wie viel sie gekillt haben, wie viel Assists sie haben. Sieht man hier, Kills, Assists, Deaths, wie viel Geld sie am Start haben, was sie für eine Waffe ausgerüstet haben, wie viel Leben sie noch haben, ob sie Armor haben, alles mögliche. Ja, Scoreboard kann man natürlich auch einblenden und gucken. Also das, was man sich von einem Kinomodus wirklich immer gewünscht hat. Das heißt, man könnte hier wirklich auch relativ gut, ohne größere Probleme, einfach Sachen zusammenschneiden, und das machen ja auch viele in Counter-Strike Global Offensive. Es gibt einen Modus, wo man sich das Best-of von einem selbst anzeigen lassen kann, so die Kill-Highlights und sowas. Da oben ist er hier. Da oben ist er. Max Brain hier. Cowboy. Zack, oh. Hat aufs Maul gekriegt. Also solche Sachen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht. Oh, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Viel mehr gibt es dazu auch gar nicht großartig zu erzählen. Ich finde es einfach geil. Man sieht echt mal wieder, dass das wirklich funktionieren kann. Noch was richtig Geiles, was auch wahrscheinlich allen Caster, die wirklich Ghosts zum Beispiel casten müssen, echt, wo denen das Herz aufgehen müsste. Es gibt hier ein Map-Overview, wo man sieht, was Sache ist, wo die Spieler stehen, mit Namen drüber. Richtig schön übersichtlich. Und jetzt kommt das Beste. Man kann hier drinnen zeigen, was man dann denkt, was passiert. Also warten wir jetzt mal hier, bis die Runde losgeht. Zum Beispiel könnte man dann sowas sagen, so hier, also ich, die zwei hier, die werden jetzt irgendwie auf A gehen, einer geht hier oben lang, einer geht da unten lang, wird hier am Tor warten und sowas in der Richtung. Der eine geht jetzt hier B covern, ich stelle mich hier in die Ecke und warte, dass da einer kommt und sowas. Das ist richtig geil. Da kann man richtig erklären, was Sache ist. Kann man das Ganze wieder löschen, wenn man es braucht, kann das ausblenden. Einfach super gemacht. Also kann ich bloß vor Valve mal einen Hut ziehen. Richtig geile Geschichte, und da ist wirklich das, was sie da in Ghosts haben und was auch in anderen Call of Duties haben, ein müder Abklatsch dagegen. Battlefield oder sowas gar nicht, die haben es anscheinend nicht nötig. Man muss dazu sagen, das ging früher auch besser, also beispielsweise Call of Duty 4 auf dem PC hatte auch noch einen Replay-Modus, also ich glaube damit, da hieß es Demos oder sowas in der Richtung. Da ging das auch, war auch besser als das, was jetzt drin ist. Aber das ist jetzt wirklich das Beste, was ich in langer Zeit gesehen habe. Da macht es richtig Spaß, sich das alles nochmal anzugucken. Nochmal zu schauen, was passiert hier eigentlich. Wo gehen sie jetzt hier lang? Und man sieht, dass ich hier versuche, hier rumzujumpen, dass sie mich von da oben nicht wegsnipern können. Dass ich mich jetzt hier irgendwo klein in die Ecke campen werde, das Auto, und warten, bis die hier kommen.
Zack, da ist der erste schon. Spray, Spray, Spray. Zwei Stück down. Der nächste, der killt mich jetzt, oder? Erwische ich den noch? Erwische ich den? Bam! Guck mal hier, drei Stück weggesprayt. Ja, so kann's gehen, ne? Jetzt sieht man hier auch durch die Wand schön, da campt ein Typ hier an ihrem Spawn Richtung Eingang hinter diesem komischen Ding. Einfach geil. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Mehr will ich jetzt da darüber. Ich will's ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber einfach nur, dass ihr auch mal gesehen habt, für Leute, die es noch nicht selbst ausprobiert haben, das geht auch in gut Kinomodus. Das funktioniert. Und wahrscheinlich hat das Ding noch viel mehr Finessen, die ich noch gar nicht rausgekriegt habe, aber richtig geil. Ja, guck mal hier, 4-1, wegsprayt alle. Das war's. Einfach nur, dass ihr mal gesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.